Ich weiß nicht, welchen Trainern ich das schon alles erzählt habe, aber mir ist das eigentlich immer egal, wo ich spiele, Hauptsache ich spiele. So, das ist eigentlich mein Motto. Das FCS-Blog ist und bleibt unabhängig und ihr könnt das unterstützen. Willkommen im FCS-Blog, Robin Scheu, Neuzugang vom SV Sandhausen. Zweimal verletzt gewesen und ich freue mich echt, dass das geklappt hat mit dem Interview hier. Und zum Einstieg will ich dich was fragen und zwar, mir ist in Erinnerung geblieben, ich war dieses Jahr bei einem Heimspiel und das war gegen Magdeburg. Und das war auch das Spiel, in dem du getroffen hast, vom Elferpunkt. Und mir ist aufgefallen, wenn es einen Spieler gab, der die Energie, die Power, so ein bisschen, die es auf den Rängen gab, auf dem Platz weitergetragen hat, dann warst du das. Das war so ganz schön viel Dampf. Und ich wollte dich einfach mal fragen, woher nimmst du die Energie auf dem Platz? Oh, das ist eine gute Frage zum Anfang. Ja, erstmal Dankeschön auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein darf. Und das ist eine coole Aktion auf jeden Fall. Kenne ich so gar nicht. Ich glaube, jeder Fußballer an sich, der freut sich immer, wenn er kicken kann oder darf. Und ich glaube, wenn du in Sandhausen gespielt hast und jetzt nach Saarbrücken kommst, merkst du, glaube ich, allein schon durch die Atmosphäre, das Stadion, die Leute, merkst du schon einen gewaltigen Unterschied. Nicht nur jetzt in der Liga, sondern einfach auch von den Fans her, dass das ein ganz anderes Niveau hier in Saarbrücken ist. Vor allem was die Zuschauer angeht. Ich glaube, die tragen dich auch echt das Spiel über einfach mit, dass du eh mit der Energie, die du eh schon hast, auf den Platz bringst und wenn dann die Fans auch noch hinter dir stehen oder dich anfeuern, ist das, glaube ich, nochmal richtig geile Unterstützung. Und das gibt dir, glaube ich, auch nochmal mehr Selbstvertrauen, mehr Kraft für die weiteren Minuten oder für das weitere Spiel. Und klar, Magdeburg war halt so ein Spiel, glaube ich, wo ich gezeigt habe eigentlich, was ich kann. Durch die Verletzung halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, hat mich das alles vielleicht ein bisschen zurückgeschmissen. Aber ich glaube, die Leute können sich darauf freuen und wissen, glaube ich, was auf die zukommt. Ja, das war so ein kleiner Ansatz, sage ich mal, von dem, was sie vielleicht noch sehen werden. Du sagst es ja schon, ich habe so ein bisschen, ich stelle mir es ganz schwierig vor, so ein Spieler, der wirklich so ein explosionsartiges Spiel hat, wenn der dann verletzt ist, du warst zu Saisonbeginn verletzt, du warst jetzt nochmal verletzt, wo packst du die Energie, die du sonst auf dem Platz hast, in der Zeit hin, wo du quasi gezwungen bist, zuzuschauen? Boah, ich bin ehrlich, ich bin eigentlich privat eigentlich eher so der gemütliche Typ. Also da brauche ich jetzt keine große Energie aufbringen. Ich spare sie mir wahrscheinlich immer dann fürs Wochenende. Ja, also klar, die Einheiten, manche Einheiten sind schon extrem anstrengend. Da bist du, glaube ich, auch manchmal froh, wenn du einfach zu Hause bist, auf der Couch bist. Dann fährst du eigentlich eher runter anstatt hoch. So, aber im Endeffekt sammelst du eigentlich über die Woche, die du hast bis zum Spiel, sammelst du eigentlich die Energie und versuchst zumindest, das dann am Wochenende rauszulassen. Aber das kratzt dich ja schon so ein bisschen, dass du jetzt quasi gezwungen warst, erstmal zuzugucken, konntest gar nicht so wirklich zeigen, was du drauf hast bislang. Also bis abgesehen von den 5 Spielen, es waren ja auch teilweise sehr kurze Einsätze. Ja, natürlich. Also ich habe es mir echt auch ein bisschen anders vorgestellt, gerade für mich selber. Ja, ich wollte einfach, klar, also ich bin hierher gekommen mit einem Ziel vor Augen und vor allem, ich war wieder froh, dass ich hierher kommen konnte, dass ich auch hier zeigen kann, was ich kann. Und das kriege ich leider momentan nicht so auf die Platte, einfach durch die Verletzung, die ich jetzt hatte. Ich bin momentan ein bisschen in so einem, sage ich mal, Teufelskreis drin, wo es einfach so ein bisschen mal zwickt da, mal was, mal zwickt da, mal was. Vielleicht bin ich auch noch nicht bei 100%. Es kann natürlich auch sein, einfach dadurch bedingt, dass ja, dass ich in Sandhausen am Ende des letzten halben Jahres nicht mehr so viel gespielt habe, auch aus einer Verletzung kam. Dann kam die Sommerpause, dann umgezogen, neuer Verein,
alles wieder neu kennenlernen, neue Vorbereitung. Klar, in 4 Wochen kannst du dir viel aufbauen oder 5 Wochen kannst du dir sehr viel aufbauen, was dich über die Saison tragen kann oder muss. Aber ja, das ist halt auch, das ist der Grundstein eigentlich. Und genau in diesem Grundstein habe ich mich natürlich wieder verletzt und hat mich natürlich wieder ein paar Wochen zurückgeschmissen. Aber ja, also ich bin da nicht so negativ aufgefasst, dass ich sage, ich hänge jetzt hier im Loch drin und weiß nicht mehr weiter. Ich muss immer positiv bleiben, das Positive draus ziehen, nach vorne gucken. Was anderes bleibt mir nicht übrig, weil sonst wird das immer wieder so kommen. Bist ja gekommen zum 1. FC Saarbrücken mit der Besonderheit, dass du jetzt beim dritten Verein von Uwe Koschiner trainiert wirst und der hält ja auch sehr große Stücke auf dich. Wie stark war das so ein Faktor bei der Entscheidung, dass du nach Saarbrücken gehst, dass Uwe Koschiner jetzt hier neuer Trainer ist? Er weiß immer, was ich ihm geben kann, was er von mir kriegt. Ich weiß, was ich von ihm kriege und ich glaube, das funktioniert einfach richtig gut zusammen. So, er kennt mich jetzt schon über Jahre, er weiß, wie ich ticke, was ich brauche. Wenn es mir mal nicht so gut geht, dann weiß er auch, was er machen muss, wo er mich packen muss. So, ja, also es war auf jeden Fall schon ein Grund, definitiv. Weil ich einfach die Art von seinem Fußball her mag, wie er auftritt, auf was für Typen er steht. Da bin ich, glaube ich, halt einfach einer davon, der zu 100% da reinpasst, von den Typen her, die er mag. Ja, es war auf jeden Fall einer der Teile oder Grundsätze, warum ich hergekommen bin, ja. Wenn du von Typ redest, was für eine Art Typ meinst du das? Meinst du damit eher so, sag ich jetzt mal, die robusteren Fußballer, vielleicht auch so ein bisschen Richtung Straßenkicker oder? Also ich glaube einfach, er weiß einfach, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich diesen Beruf ausüben darf, weil er weiß, ich hatte auch keine leichte Zeit. Ich kam nicht aus einem riesen NLZ oder habe einen riesen Weg gemacht über, sage ich mal, Leverkusen, Gladbach, Dortmund, die Ecken, sondern einfach wirklich, man kann es so sagen, so eigentlich von der Straße wurde ich sozusagen geholt. Hab dann jahrelang in Offenbach gespielt und ja, und der Schritt dann von der Jugend in Profi war halt auch nicht so einfach. Hab auch nicht das Riesengeld verdient. Also ich glaube, wenn ich normal gearbeitet hätte, wie jeder andere auch, oder einen Minijob, sage ich sogar, gemacht hätte, wäre mehr dabei rumgekommen, aber ich wollte einfach diese Chance nutzen. Und ich glaube einfach, er weiß, dass ich das unfassbar schätze, dass ich das sozusagen geschenkt bekommen habe, dass ich Fußballprofi sein darf. Und ja, ich glaube, deswegen hat er mich auch mit nach Sandhausen genommen, um mir auch zu zeigen, guck mal, Robin, das nimmt kein Ende, es kann immer höher gehen. Und ja, es war eine tolle Zeit, egal wo ich mit ihm war, ob es in der dritten Liga war bei Fortuna Köln oder Sandhausen, zweite Liga, und jetzt wieder in der dritten Liga bei Saarbrücken. Ja, ich glaube, er weiß einfach vom Typ her, ich bin, sag ich mal, pflegeleicht. Ich glaube, ich kann mich schnell anpassen im Team. Ich habe da keine Probleme mit, neue Jungs kennenzulernen. Ja, keine Anpassungsschwierigkeiten. So, ich komme eigentlich ziemlich gut klar mit einfachen Dingen. Ich brauche jetzt kein großes Tralala. Ja, ich glaube, das weiß er einfach und das ist, glaube ich, so der Typ, der mich auszeichnet, neben am Platz und auf dem Platz weiß er halt, sobald der Schiri anpfeift, dann brennt's, so ungefähr. Ja, der hat auch, ich habe mir das mal rausgesucht, der hat über dich vor Saisonbeginn im Interview einen ganz witzigen Satz gesagt. Das ist einer, den kannst du nicht steuern, der ist eben krank in der Birne. Der sprintet und sprintet, verausgabt sich völlig, bis er eben umfällt. Würdest du ihm zustimmen da? Ja, ich glaube schon. Also bei mir ist es schwer, eine Bremse zu finden. Das sagen auch die Jungs, mit denen ich so ab und zu mal in der Sommerpause oder so kicken bin. Ich kann kein Halbgas. Also entweder ist es bei mir volle Kanne oder so fühlt, ich mache nicht mit. So, ja, aber dieses
Ja, ich will halt immer alles reinlegen. Das ist für mich auch wichtig. Ich brauche das, ich brauche dieses. Für mich ist es auch sehr wichtig, einfach in die ersten Zweikämpfe reinzukommen, um mir einfach selber das Gefühl zu geben, boah, heute kann was klappen, heute kann was funktionieren. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch automatisch auf das gesamte Team, weil die einfach dann Bescheid wissen, oh, guck mal, da haben wir einen Zweikampf gewonnen, da haben wir einen Zweikampf gewonnen, das und das haben wir gewonnen, so, wir müssen jetzt alle mitziehen. So, und ich glaube, das trägt dann auch ein bisschen durch das Spiel oder durch die Saison, wenn du weißt, dass du da immer ein paar Jungs hast, die Vollgas geben. Mir ist aufgefallen, in Sandhausen, da hast du ja wirklich fast alle Positionen mal ausprobiert, außer vielleicht Torwart. In Saarbrücken plant man dich auf der rechten Seite ein, quasi offensiv. Wie kommt das, dass du so flexibel bist? Ist das auch so deine Mentalität, dass du dich so in den Dienst der Mannschaft stellen willst? Ich weiß nicht, welchen Trainern ich das schon alles erzählt habe, aber mir ist das eigentlich immer egal, wo ich spiele, Hauptsache ich spiele. So, das ist eigentlich mein Motto, weil ich glaube, viele Spieler könnten andere Positionen auch spielen, wurden vielleicht dann noch nie getestet oder man sieht ja auch bei manchen, die waren früher Stürmer, jetzt sind sie Innenverteidiger oder andersrum. Ich bin froh, dass ich dieses Talent habe, flexibel einsetzbar zu sein. Weil Trainer weiß eigentlich, egal wo eine Lücke aufgeht, wo ein Problem ist, ich würde die füllen. Das wäre für mich kein Problem, auch wenn ich meine Position mal verlassen müsste. Und ja, das kam eigentlich so, das hat sich so ein bisschen über die Jahre ein bisschen eingeschlichen. Jetzt bei Uwe Kojinath wurde das ein bisschen mehr in Sandhausen. Ich fühle mich eigentlich offensiver wohl, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, defensiv zu spielen. Ich finde es gerade ziemlich erfrischend, weil es gibt ja auch viele Profis, die sagen so, ah, eigentlich will ich nur auf der Position, auf der einen spielen und dann spielen sie halt nicht, obwohl sie woanders durchaus eingesetzt werden könnten. Das finde ich gerade so super. Du denkst schon sehr mit der Mannschaft oder was du teilen kannst. Es ist einfach ein Teamsport, es gehört einfach dazu und klar, es ist vielleicht nicht jeder Spieler so, muss ja auch nicht jeder Spieler so sein, dass er flexibel einsetzbar ist. So ein Grimaldi zum Beispiel würde ich jetzt nicht auf die Sechs oder auf die Flügel stellen, weil er einfach nicht dieser Typ dafür ist. So, dafür bin ich aber kein Typ wie er und kann vorne, ich weiß nicht, wie viel 100 Bälle er mittlerweile schon festgemacht hat da vorne. So, er hat einfach eine andere Spielerart. So, aber dafür bin ich halt drumherum einfach flexibler, weil ich weiß, egal wo es brennt, wo Hilfe ist, wo jemand benötigt wird, das ist vielleicht meine Art von Talent, so wie seine Art von Talent ist, Tore zu machen, Bälle festzumachen. Ja, so, das ist so, ich denke mal, so die verschiedenen Talente, die jeder so ein bisschen mitbringt. Reden wir mal ein bisschen über dein Team und es gibt ja immer die schönen Statistiken, so wer war dein häufigster Mitspieler und weißt du, wer da ganz oben steht, wer dein häufigster Mitspieler in Pflichtspielen war? Dominik Ernst? Richtig. Nee. Ja. Richtig. Ja, entweder er oder Uwe Ferro. Muss ich jetzt nicht Er ist auch relativ aufgeschlossen weit sein. oben, aber Echt? Dominik Ernst ganz weit oben. Wie kommt denn das Zusammenspiel, dass es, ich meine, ihr seid beide, wenn es gut läuft, auf der rechten Seite. Aber das ist nochmal auch gegen Magdeburg. Ihr habt ja auch beide quasi das Ausgleichstor eingeleitet, da Doppelpass und dann Flanke von, ich glaube, Ernst war es auf Grimaldi und dann Tor. Warum funktioniert ihr zwei besonders gut? Das hat sich auch irgendwie über die Jahre, glaube ich, so ein bisschen eingeschlichen. Ich glaube, bei Fortuna Köln, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns relativ schnell gut verstanden. Ja, dann waren wir auch gefühlt seit dem ersten Spieltag gesetzt zusammen. Er rechts hinten, ich rechts vorne. Und klar, man hat sich dann in der Vorbereitung über Spiele, Testspiele so ein bisschen kennengelernt. Da hat auch nicht immer alles funktioniert. Im Spiel natürlich auch nicht. Aber das ist einfach so ein blindes Verständnis. Ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Er weiß, glaube ich, einfach so, wie meine Positionierung ist oder was meine Sachen sind im Spiel.
wo er weiß, okay, der Robin, wenn der Ball jetzt zu mir kommt, weiß ich schon, wo er steht. Also er könnte ihn sozusagen blind dahin spielen und er weiß, dass ich dort bin. So, und ich glaube, das ist einfach so, wir müssen auch gar nicht miteinander reden. Wir wissen einfach, was der andere zu tun hat und dass wir beide verrückt die Linie hoch und runter rennen. Ich glaube, das weiß jeder. Ich habe jetzt vorher nicht nachgeguckt, aber habt ihr eigentlich mal gegeneinander gespielt? Gab's das? Soweit ich mich erinnern kann, nicht, ne. Hättest du da in deiner Karriere auch noch Bock drauf oder verstehst du dich so gut, dass du jetzt sagst, am liebsten bis Karriereende mit ihm? Weiß nicht, ob das so gut ausgeht, wenn wir zwei gegeneinander spielen. Für ihn geht es dann schlechter aus, oder? Oder für Ja, ihn. Wahrscheinlich, ja. anderer Mitspieler, den du schon lange kennst, hast du ja gerade gesagt, Bonet, und der hat ja noch die krassere Leidensgeschichte diese Saison, genau wie letzte Saison, eigentlich beste Vorbereitung gespielt, die man sich wünschen kann, und dann so eine lange Verletzung. Wie ist das dann in der Mannschaft oder seid ihr dann auch füreinander da, obwohl er ja jetzt nicht aktiv sein kann? Natürlich, also ich glaube, das ist immer so eine Hiobsbotschaft, wenn sich einer verletzt, glaube ich. Ich war an dem Tag nicht da, ich war, glaube ich, auch verletzt, soweit ich weiß, als das passiert ist. Und klar, wo ich das erfahren habe, habe ich natürlich ihm sofort geschrieben. Er war dann, glaube ich, unterwegs, ich weiß gar nicht, zum MRT oder zum Doc, weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Aber ob es jetzt er ist oder jemand anderes aus der Mannschaft, ich finde, das gehört immer dazu. Du verbringst jeden Tag gefühlt miteinander mindestens ein Jahr. Und ich glaube, das gehört einfach vom Menschlichen dazu, dass man ihm gute Besserung wünscht, weil man meistens auch selber weiß, wie so eine Reha sich ziehen kann. Gerade bei größeren Verletzungen wie bei ihm jetzt, dass das nie eine leichte Zeit ist. Du dich natürlich am Anfang immer über die Verletzung aufregst und dir schon wieder tausend Dinge durch den Kopf gehen, warum ich, warum ich. Aber dass du eigentlich weißt, so, dass das Team, egal wer jetzt hinter dir steht, egal was ist bei ihm, war jetzt auch der Fall, da ich mich ja eh gut mit ihm verstehe, habe ich ihm auch angeboten, jegliche Zeit, egal wann, wie, wo, kann er mir gerne Bescheid sagen. Dass ich ihm da helfe oder ihn wohin fahre oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach selbstverständlich. Reden wir nochmal über deine Vergangenheit. Du hast ja auch schon gesagt, du kommst nicht wie Dodo Ernst aus dem Schalker Nachwuchs zum Beispiel, sondern echter Straßenkicker und bei Offenbach erste Schritte gemacht. Zu der Zeit war ja Saarbrücken in Offenbach nicht so gut gelitten. Hast du da was mitbekommen? Ja, ich habe, soweit ich weiß, habe ich, glaube ich, zwei Spiele gemacht gegen Saarbrücken. Ja, war immer viel los auf jeden Fall. Auf und neben dem Platz. Ja, aber ich bin jetzt wie sagt man, ich habe jetzt kein Riesenproblem damit, einfach, ob sich jetzt die Fans untereinander prügeln, kloppen, oder sich nicht leiden können. So, das ist, glaube ich, das sollte für einen Spieler jetzt nicht so die Riesenrolle. Vielleicht hat man ein bisschen mehr für den einen Verein, ein bisschen mehr so Empathie als für den anderen, aber ja, das ist jetzt für mich selber ist das jetzt nichts Großes gewesen. Es war wie ein normales Spiel, aber ja, da kenne ich auch noch ein, zwei Jungs, mit denen ich zusammengekickt habe, ja, von früher. Du bist jetzt im besten Fußballeralter. Für dich kann es auch noch mal hochgehen, auch mit Saarbrücken. Was ist noch so ein absolutes Ziel von dir in deiner Karriere, das du erreichen willst? Also ich würde auf jeden Fall gerne nochmal dahin, wo ich die letzten 2 Jahre verbracht habe. Klar, es ist, ich glaube, es ist immer schwierig für einen Fußballer, wenn er einmal so war, auf einem höheren Niveau als jetzt schon. Es ist, glaube ich, immer geil, weil du weißt, es ist immer eine angesehenere Liga. Verdienst natürlich auch ein bisschen mehr. So, du spielst gegen viel größere Clubs.
Du siehst Stadien, die du vielleicht in der Regionalliga oder dritten Liga niemals sehen würdest, wenn man jetzt sieht, wer alles in der zweiten Liga ist. Und ja, so ein genaues Ziel habe ich nicht, aber ich würde halt schon gerne nochmal dorthin, wo ich war. Und ja, am besten möglichst und mit Saarbrücken. Also ich merke so, du bist auch jemand, der lässt sich schon so auch von dem, was neben dem Platz ist und so begeistern. Gibt es einen Verein, sag ich jetzt mal, für den du sagst, wo du als privater Robin Scheu, wo du sagen würdest, von dem bin ich Fan? Oh, ist schwierig. Ich komme ja eigentlich aus der Gegend von Frankfurt, Offenbach, so also die Ecke. Und mein Vater ist riesen Frankfurt-Fan, der hat mich früher halt immer mit ins Stadion genommen. Da war schon ein bisschen Frankfurt-Feeling in mir. Dadurch, dass ich dann aber in der Jugend zu Offenbach gewechselt bin, ist das so Schwierig. ein bisschen abgeflacht. Ein bisschen abgeflacht. Dann bin ich auch nicht mehr so oft ins Stadion gegangen. Aber jetzt so Riesenfan bin ich mich jetzt nicht zu irgendeinem Verein hingezogen fühlen, muss ich sagen. Jetzt eine Frage, die kam von einem Zuschauer. Grüße an Johannes. Du hast ja in Sandhausen mit zwei Leuten zusammengespielt, die waren hier in Saarbrücken echt, hatten. Ich würde sagen, Kultstatus. Einmal Patrick Schmidt und Kevin Behrens, der es ja jetzt sogar zu Union in die Bundesliga geschafft hat. Wie waren die zwei denn so als Mitspieler? Ja, ich muss sagen, von Patrick Schmidt habe ich leider nicht so viel mitbekommen, weil er sich ja ziemlich schnell bei uns verletzt hat. Ja, aber ich muss sagen, menschlich, Top-Typen, beide, richtig gut verstanden. Patrick Schmidt hat halt den größten Teil in der Reha verbracht, war nicht so bei uns wirklich beim Team. Aber ja, mit den zwei Jungs kannst du auf jeden Fall zocken, siehst du ja, wo die jetzt beide sind oder wo sie waren. Und ja, ich glaube, die haben jetzt ihren Weg gemacht und sie können auf jeden Fall stolz auf sich sein, weil, also, ich muss auch sagen, sie waren nie abgehoben oder besonders, aber man hat einfach gesehen, die zwei haben echt was dafür getan, dass sie jetzt da sind, wo sie sind. Und ja, mit Kevin Behrens habe ich mich, nee, bei dem saß ich sogar in Sandhausen im Bus immer, mit dem habe ich mich echt gut verstanden, ja. Wie ist das so für mich als Fan ist das Thema Busfahrt so ist ja ganz spannend, weil als Fan kennst du ja die Busfahrt zum Auswärtsspiel und da passieren ja auch die wilden Dinge und so. Wie ist das bei der Mannschaft? Bist du dann eher bei den Leuten, die dann ruhig einfach Musik hören oder bist du dann auch so ein bisschen Unterhalter? Oh, also ich muss sagen, das hat sich ein bisschen so geändert. Eine Zeit lang war ich echt, hatten wir so ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ein Spiel in Sandhausen hatten wir das. Das haben wir eigentlich über die ganze Busfahrt gespielt, weil es sich so ewig gezogen hat. Das hat auch echt Spaß gemacht. Aber mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ab und zu läuft ja auch noch Fußball nebenbei oder ja, oder einen Film gucken oder am Handy, so ist es eigentlich, oder schlafen, je nachdem. Es ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen abgeflacht, ja. Hier fliegt auch die ganze Zeit so eine Fliege. Ja, ich merke die Fliege so. Die nervt mich gerade, die hört nicht auf. Ich glaube, die müssen wir schon, das muss man einmal erzählen fürs Interview, dass die Fliege dich nervt. Weil sonst irritiert das die Dass die Leute. Leute sich wundern, dass ab und zu hier eine Hand reinfliegt. Weil die fragen sich dann, okay, ist das hier auf dem Bildschirm? Dann merken sie so, ah nee, die ist bei dir. Aber hast du dich gut im Saarland so eingelebt? Mittlerweile ja. Ich habe lange Zeit im Hotel gewohnt, weil ich einfach, ja, ich wollte mich jetzt hier nicht niederlassen, irgendwo auf die Schnelle irgendwas finden, sondern ich bin ja auch eine Weile hier und deswegen wollte ich schon was Schönes finden und was, wo ich mich auch wohlfühle. Weil ich glaube, es ist schon wichtig, wenn du einfach nach Hause kommst und einfach in dein Zuhause im Endeffekt und dich wohlfühlst. Und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt bin ich völlig zufrieden und ja, soweit habe ich mich eigentlich eingelebt, muss ich sagen. Wie schaut's aus? Denkst du bist in Halle mit von der Partie? Ja, ich hoffe. Also, es kommt auf die Woche ein bisschen drauf an. Ich glaube, wie ich mich einfach fühle, wie ich wieder reinkomme. Klar, ich werde nicht bei 100% sein, definitiv nicht.
Das weiß, glaube ich, aber auch der Trainer genauso. Und ja, wenn das jetzt für ein paar Minuten reicht und ich in der Zeit dem Team helfen kann, dann werde ich im Bus sitzen. Und wenn der Trainer die Meinung hat und ich die Meinung vielleicht auch vertrete, dass es keinen Sinn macht oder es einfach noch zu früh ist durch die Ausfälle mit der Verletzung und jetzt, wo ich die Grippe hatte, dann ist das auch so. Aber ja, ich hoffe, dass jedes Spiel immer dabei bin eigentlich, ja. Halle ja auch so eine Mannschaft, denkt man immer wieder, nächstes Jahr steigen sie ab, aber die halten sich ja so konstant in der dritten Liga. Was schätzt du ein? Wird's schwer oder ist da was drin? Also ich muss sagen, ich habe Halle nicht so erwartet, wie sie momentan sind. Aber sie haben sich echt zum guten Team entwickelt. Ehrlicherweise muss ich auch gestehen, dass es mich sehr wundert, dass der Eberwein dort ein paar Tore schon geschossen hat. Mit dem war ich auch eine Zeit lang bei Fortuna Köln gespielt. Aber freut mich für ihn, dass er sich jetzt da was aufbaut oder was gefunden hat, was funktioniert. Ja, ich glaube, wer Halle kennt, auch das Stadion und so schön eng kompakt, weiß, dass die Fans die auf jeden Fall nach vorne peitschen werden. Und ich glaube, wenn wir die ersten Minuten einfach gut dagegen halten werden und unser Spiel aufdrücken werden, dann kann das auch ganz schnell umswitchen und zu unserem Spiel werden, ja. Dein Tipp fürs Spiel? So spontan. 2-1 Saarbrücken. Sehr gut. Vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Gibt es irgendwas, was du, sag ich jetzt mal den Fans sagen wolltest? Ich glaube, das habe ich auch jetzt schon oft genug gesagt. Ich finde es unfassbar geil, die Unterstützung einfach der Fans. Ja, ich glaube, die Freitagsspiele, die bleiben immer in Erinnerung. Diese Abendspiele sind, glaube ich, das Geilste, was es gibt. Ich glaube, ich bin Fußballer, zumindest bei mir. Ja, und ich finde es Wahnsinn, wie viele Menschen trotz letzter Male, dass das sehr, sage ich mal, spontan war. Mit dem Kartenverkauf, dass dann trotzdem mehr kommen konnten und die ziemlich schnell weg waren, finde ich einfach schon geil, so dass sie so viele Fans oder so viele Menschen hinter uns stehen und uns unterstützen. Sagt Robin Scholl, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann erstmal gute Genesung und hoffentlich sehen wir dich ein paar Minuten in Halle und vielleicht noch mehr in den Spielen darauf. Ich hoffe auch und ich denke auch. Vielen Dank.